Ihr wolltet, dass ich Fangames teste, das heißt, willkommen zu einem neuen Video, in dem wir genau das machen, was ihr wolltet, und zwar Fangames testen. Ich habe mir wieder drei richtig coole Spiele rausgesucht und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten an, nachdem ihr ein Like und ein Abo dagelassen habt. Und hier sind wir auch schon in der ersten Obby, Freunde. Hier heißt ARATV Obby und ist vom lieben Luis gemacht worden. Und was steht da? Reloading Aqua Jet? Okay. Auf jeden Fall ist hier dann noch mein Fanmerch und noch der Fanmerch von Luis, so wie es aussieht. Und hier ist das erste Labyrinth. Hi, ARATV ist verrückt geworden. Komme aus dem Labyrinth. Okay, müssen wir hier hochklettern oder wie sieht das Ganze aus? Ah, wir müssen hier oben rein und hier ist dann eine Sperre, okay. Und ich glaube, wir müssen hier einfach nur den Ausweg finden und Freunde, die Fanspiele steigern sich auch im Laufe des Videos, also bleibt bis zum Ende dran, um das nicht zu verpassen. Und hier geht es auch schon nach draußen, das heißt einmal nach oben klettern und okay, da ist der nächste. Hier ist eine Zeitmaschine, lasst uns schnell in die Vergangenheit reisen. Okay, dann einmal schnell draufstellen und warte mal, jetzt haben wir ein Mädchen erschaffen, ich glaube, das ist falsch. Oh ja, jetzt teleportiere ich mich. Okay, alles easy, Freunde. Mal sehen, wo ich hin teleportiert werde. Und... oh nein, wir sind in der Dinosaurierzeit. Schnell über die Lava. Oh mein Gott, wir sind wirklich in der Dinosaurierzeit. Da vorne ist auch schon ein riesiger Dino. Also ganz schnell entkommen, über den hier drüber springen und dann einmal über den ARATV-Zombie hinweg. Und, oh mein Gott, ich glaube, die Zombies, die vermehren sich immer mehr. Einmal hier drauf, dann hier drauf und wir haben es geschafft. Oh mein Gott, Laser, du musst drüber springen. Diese Laser sind ja mal riesengroß. Wenn man so schaut, dann sieht man die gar nicht. Dann denkt man, das wäre ein komplettes Lavafeld, aber okay, hier ist auch eine unsichtbare Wand, das ist echt gut gemacht. Einziges einfach nur über die Laser drüber springen und wir haben auch eine Taschenlampe, so wie es aussieht. Damit können wir ein bisschen mehr sehen. Und wir müssen auf jeden Fall vor dem Dino aufpassen, denn der sieht echt nicht so nett aus. Oh, ein Boost. Schnell über den Boost. Okay, das heißt schnell über den Boost drüber springen, so wie es aussieht. Und oh mein Gott, das ist ja mal richtig schwer. Daneben nochmal und einmal hier drüber und der andere Laser ist abgehauen, so wie es aussieht. Welcher Weg ist der richtige? Entscheide dich. Gibt es da nicht so einen Trick? Oh Mann, den kann man hier nicht anwenden. Hier muss man wirklich raten. Dann eben dieses Mal links gehen, nochmal links. Und ich wette, jetzt ist es rechts und jetzt nochmal links. Okay, das war falsch. Das heißt, es ist links, links, rechts, rechts. Und ich würde sagen, jetzt wieder links. Und das war richtig. Oh, hier ist die ARATV-U-Bahn. Los, fahren wir. Okay. Oh, wir haben uns teleportiert, so wie es aussieht. Und hier schon das nächste Mädchen. Oh mein Gott, alle aus dem Team A-Ray sind hier. Oh nein, wir sind in der Stadt. Geht auf dem sicheren Weg. Ah ja, wir müssen hier einfach entlang laufen, so wie es aussieht. Und nicht den Laser berühren. Und oh mein Gott, ihr seid alle richtige Profis. Ich glaube, ich bin so ein Noob, dass ich das hier nicht schaffe. Einmal so, dann so und jetzt hier springen. Und ich bin nochmal gestorben. Daneben nochmal. Und ich hoffe, dieses Mal schaffe ich das. Mein dritter Versuch. Er war auch nicht erfolgreich. Okay, jetzt bin ich gespawnt, aber irgendwie hier ganz weit hinten. Und alle anderen sind noch da vorne, so wie es aussieht. Also, das ist ein bisschen komisch. Und diese unsichtbare Wand. Okay, also haben wir einfach ein paar Stages übersprungen. Aber ich meine, beschweren tue ich mich da nicht. Das ist ja eher was Gutes. Und ich sehe gerade, warte mal, alle Häuser sind innen eingerichtet. Also kann man echt drin rumlaufen. Das ist auch richtig cool gemacht. Und hier sind noch mehr Laser, da müssen wir wieder drüber springen. Und ja, wäre ich nicht so ein Noob, hätte ich das auch geschafft. Und dieses Mädchen, oh mein Gott, ist gerade auch vor meinen Augen gestorben. Das ist gar nicht gut. Ich muss einfach schnell weiterspringen. Und jetzt habe ich das geschafft. Warte mal, spawn ein Auto und fahr die Straße lang. Das heißt, wir spawnen einmal ein Auto und wir müssen jetzt mit dem Auto wegfahren. Einmal einsteigen und ey Mädchen, komm mit rein. Okay, dann halt nicht. Okay, doch, sie ist eingestiegen. Perfekt. Und ich glaube, wir fahren gerade ins Ziel rein. Und einmal gedriftet und unser Auto ist umgekippt. Oh mein Gott, aber wir sind im Ziel. Ey Mädchen, geht's dir gut? Soll ich dir irgendwie raushelfen? Warte mal, ich fahre mal ein bisschen weiter weg, dass sie auch aufstehen kann. Okay, alles easy. Und hier ist das klassische Gewitterdingens. Da ist eine Rutsche, da kann man sich anmalen und die ganzen anderen coolen Sachen machen. Und wir können ja auch in die Häuser rein und ja, die Häuser sind wirklich eingerichtet. Ich habe mir gerade mal ein bisschen mehr Speed gegeben, aber das ist schon echt richtig cool. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt in die zweite Obby rein. Das nächste Spiel ist von Aaron Maglami und Emily Mega. Und die Obby heißt Obby für ARATV. Und ich muss schon sagen, vom ersten Eindruck her ist das Spiel richtig schön gemacht. Dieser Baum hier, diese Statuen, dieser Fernseher, wirklich alles. Und ich glaube, auch jeder an diesem Server hier hat meinen Merch an. Ja, die hat auch mein Merch an. Alle, die neu spawnen, bekommen mein Merch. Richtig cool. Hier ist dann noch ein Fernseher. Da steht Lami Obby, also ein meiner ersten Spiele von mir. Dann stehe hier noch ich. Und da steht hier Aaron Maglami Mega, der Ersteller von dieser Obby. Was ist hier noch? Ein Greenscreen-Bereich. Da können wir hingehen und ein Foto mit mir selber machen. Also, tschüss, Freunde. Richtig cool gemacht. Und was ist hier sonst noch? Ein Baum. Oh mein Gott, da ist eine Kuh oben drin. Das ist auch richtig süß. Und
Und ich würde sagen, wir schauen nochmal weiter und wir müssen hier erstmal über mich selber drüber springen und dann über einen Regenbogenweg laufen. Dann stehe hier nochmal ich in groß und hier steht herzlichen Glückwunsch zu den 10.000 Abonnenten und das flackert auch noch richtig gut. Das ist auch sehr nice. Dann ist hier noch, okay, der Ersteller vom Spiel und noch mein Profilbild. Und hier rechts steht noch Aries, mein Idol. Vielen, vielen Dank. Dann ist hier noch eine Werbetafel, so wie es aussieht, mit ganz vielen Thumbnails von mir. Und hier ist ein Aries-Portal. Einmal durchlaufen und über die Bilder drüber springen. Findest du den richtigen Weg? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hier ist der falsche und das hier ist wieder der richtige. Das haben wir auch geschafft. Und hier ist noch ein Aries-Schild. Und ich glaube, danke fürs Spielen. Da sind wir auch schon im Ziel. Und ihr müsst wissen, ich habe dieses ganze Video schon mal aufgenommen, aber da hatte ich einen Stimmverzerrer an. Und der Ersteller vor diesem Spiel wollte schon immer mal mit mir telefonieren. Und naja, diesen Wunsch habe ich ihm auch erfüllt. Das heißt, ich habe mit ihm telefoniert, das Ganze aufgenommen, aber eben mit Voice Changer. Ich habe ihm auch Bobax geschenkt, also würde ich sagen, das Ganze zeige ich euch jetzt einfach mal, auch wenn der Voice Changer an ist. Also lasst euch davor nicht irritieren. Hallo? Oh mein Gott. Anyway, ich will eine Sache erstmal vorsagen. Mir bitte nicht den Aaron Makler Mimega Account Robux geben, weil das war mein Account. Ein Hacker hat den jetzt und wenn du da die Robux gibst, das wäre dann ungünstig. Oh echt jetzt? Das ist mal gar nicht gut. Warte mal, was hat er denn gemacht? Hat er dich einfach gehackt? Ja, also er hat mein Passwort geändert und mich abgemeldet. Ich habe jetzt einen neuen Account, der heißt Aaron Mark, Lami und Emily. Ja, ich bin leider noch nicht lang genug in der Gruppe. Vielleicht Please Donate oder so, aber irgendwie, ich weiß nicht. Hast du im Please Donate irgendwie Game Passes oder sowas? Ja, ich habe Game Pass. Und mein Bruder ist gerade neben mir und er hat heute Geburtstag. Oha, wie heißt er denn? Yannick. Ey, alles Gute, Yannick. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hey, das passt hier perfekt, dass ich dich heute anrufe. Oh mein Gott, mein größter Wunsch ist wahr geworden. Okay, willst du einmal in mir ein Please Donate beitreten? Ja. Weil ich habe meine Joins an und dann kannst du, glaube ich, einfach in meinen Server rein. Ah ja, ich sehe dich hier, glaube ich. Das bist du hier. Und such dir mal einen Stamm am besten und dann spende ich dir ein bisschen was. Wurde gehackt. Oh mein Gott, du tust mir echt leid. Und ich würde sagen... Oh mein Gott, was soll ich ihm geben? Aber du sollst ihm einfach das geben? Ich würde schon sagen, ich hoffe, du machst dir einen schönen Tag damit. Und ich hoffe auch, dass dein Bruder einen schönen Tag hat. Und ja, viel Spaß damit. Oha, oh mein Gott, ein Top. Danke, ey, oh mein Gott. Ey, gar kein Problem. Ich weiß, das sind ein bisschen viele und ich habe selber nicht so viele Robux, aber ich muss schon sagen, das hast du dir echt verdient. Du machst so coole Spiele. Ich muss jetzt auf diesem Account weiter Spiele machen, weil ich habe, ja. Ich hoffe, die Robux, die helfen dir ein bisschen. Ja. Oha. Du bist der Beste, danke. Ey, nein, du bist der Beste. Du machst so coole Spiele. Also wie gesagt, ich hoffe, ich konnte den Tag ein bisschen, verschönern. Und willst du noch irgendjemanden grüßen oder sowas? Ich grüße meinen Freund Dani. Ich grüße Per, weil er hat Lami in einem Livestream von mir auf TikTok reingeholt. Das fand ich auch mega, mega cool. Da habe ich auch 1000 Robux von Lami gekriegt. Ich grüße noch meinen Bruder Yannick. Ja, und ich grüße noch meinen besten Freund Lars. Und ich grüße noch Kira. Die will auch unbedingt gerne angerufen werden. Okay, wenn das alle waren, dann grüße ich alle, die du gerade erwähnt hast. Und mit Kira werde ich bestimmt auch noch irgendwann reden. Ich versuche jeden von euch, einmal anzurufen und... Ja, das schaffe ich bestimmt irgendwann noch. Okay, dann, also wirklich vielen, vielen Dank für deine ganzen Spiele. Die sind echt immer richtig cool. Und, naja, ich wünsche dir echt noch einen schönen Tag und du wirst sicher dann im Video sehen. Okay, dann... Tschüssi. Und da bin ich auch schon im dritten und letzten Spiel und zwar Find the Heads. Da gibt es jetzt ein Summer Update und zwar Part 2. Und auf jeden Fall kennt ihr ja bestimmt alle Findet YouTuber und das ist so ähnlich nur mit Köpfen. Da gibt es zum Beispiel einmal mich, da gibt es Blue, da gibt es Lami, da gibt es Green, da gibt es Bangsalot, da gibt es Luigi, da gibt es wirklich jeden, den man sich vorstellen kann. Insgesamt 17 Köpfe. Und auf jeden Fall würde ich sagen, schauen wir uns das ganze Spiel mal an. Zuerst mal der Spawn. Was steht hier? Speedcoil. Ah, da können wir uns Sachen kaufen. Ich meine, so eine Speedcoil, die nehme ich mal gerne mit. Einfach mal schnell kaufen, denn Support ist kein Mord, Freunde. Bekommen wir die auch? Okay, wir haben sie bekommen. Sehr, sehr nice. Wir mussten uns so zurücksetzen. Und hier ist noch so ein Springbrunnen. Da kommen so eckige Blöcke raus. Sehr, sehr cool. Und wir schauen uns mal weiter oben. Wir müssen auf jeden Fall Köpfe finden. Mal sehen, was unser erster Kopf sein wird, den wir hier finden. Warte mal, sehe ich da vorne schon etwas? Da vorne ist doch Blue, so wie es aussieht. Oh ja, eine kleine Blue-Figur. Die haben wir hier eingesammelt. Und damit haben wir Blue. Also die erste Figur von unseren 17 Köpfen. Mein Ziel ist heute eigentlich nur mich, Bankslot und Lami zu finden. Und ich glaube, das sollte relativ easy werden. Denn da hinten sieht schon eine Kabine, so wie es aussieht. Und da drin ist Flamingo. Das ist zwar nicht der, den ich finden wollte, aber nehme ich auch mit. Okay, was sehe ich denn da hinten? Irgendwie eine Höhle oder ein Portal oder sowas? Das geht zur Rainbow-Welt. Da schauen wir gleich noch rein. Zuerst mal suchen wir hier noch alles ab. Aber es sieht gerade nicht so gut aus. Ich glaube, ich bin schon den ganzen Spawn abgelaufen. Oh nee, warte mal. Da ist Lami. Wir haben Lami gefunden. Den ersten von den drei Personen, die wir finden wollten. Sehr, sehr gut. Okay, ich glaube, wir haben alles abgesucht. Wir gehen mal in die
die Rainbow-Welt einmal hingehen und teleportieren. Und oh mein Gott, das ist ja mal ein richtig cooler Teleportationseffekt. Und ich glaube, das ist wie die Wildmap, nur nachher einmal in Regenbogenfarben. Und warte mal, da habe ich direkt jemanden übersehen. Hier ist einmal Pink. Und übrigens nehme ich auf meinem zweiten Account auch gefühlt alle Anfragen an, wenn ich euch in Spielen treffe. Also könnt ihr mich auch hier gerne adden in Spielen. Und was ist hier sonst noch so? Hier sehe ich gerade auf den ersten Blick auch nichts weiteres. Oder was ist da vorne? Das sieht mir nach einem... Oh nee, das ist Orange. Okay, Orange haben wir auch gefunden. Das heißt, wir haben jetzt schon 5 von 17 Köpfen. Und was ist da? Der Strand. Und da sehe ich auch schon Green. Nee, warte mal, das ist ein Minion. Oh, ein Minion haben wir gefunden. Da vorne ist Green. Ich dachte mir doch, der muss hier irgendwo sein. Komisch, komisch. Oh, warte mal, ich wollte gerade sagen, ich finde keinen mehr, aber das hier ist doch dieses Monster von Monster AG oder eher Shrek. So kann man den auch nennen. Und ich meine, wir haben gerade 8 von 17, das ist, naja, fast die Hälfte. Also wir machen uns gar nicht mal so gut gerade. Naja, wir sprinten einmal zum Strand, denn da, denke ich, sollten auch noch ein paar Leute sein. Vielleicht ja sogar ich, Bankslot oder so. Und einmal teleportieren und da waren halt so richtig coole Ballpartikel. Und warte mal, wer ist dieser Pupskopf? Oh, Freunde, ich glaube, das ist Bangsalot, der hier einfach runterfällt. Und den haben wir auch gefunden. Let's go. Sehr, sehr cool. Ist hier unten vielleicht jemand? Das sieht nicht so aus. Ich glaube, hier ist kein weiterer, oder? Vielleicht mal im Wasser schon. Oder warte mal, da vorne ist jemand. Wer liegt denn hier so richtig cool? Das könnte doch der gute alte A-Ray sein. Und den haben wir gerade auch gefunden. Sehr, sehr nice. Echt richtig nett, dass ich hier eingebaut worden bin ins Spiel. Und warte mal, man kann sogar im Wasser schwimmen. Richtig cool gemacht auch. Aber Freunde, ich habe alle gefunden, die ich finden wollte. Und ich bedanke mich jetzt schon mal an alle Spielesteller, die hier richtig coole Spiele gemacht haben. Mach gerne weiter, dass ich die auch in Videos testen kann. Und ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, das hier auf dem Bildschirm ist. Bis dann, Freunde.